Im ersten Video zur Anwendung von SQL in der Energieinformatik will ich so eine kurze Einführung geben in die Struktur von Tabellen, welche Datentypen es gibt und dann auch die ersten Datenabfragen machen mit dem Select-Befehl, dass man also Daten aus Tabellen sich auslesen lassen kann unter bestimmten Bedingungen. An sich, also ich habe die wichtigsten Infos auch nochmal in der Videoschreibung zusammengefasst, also wo man dann diesen SQLite-Browser, den ich jetzt hier nutze, um sich den runterladen kann, Links zu Tutorials zu SQL, um eine Einführung zu bekommen. Ich denke, das ist ganz hilfreich. Wie sind Datenbanken grundsätzlich aufgebaut? An sich, eine Datenbank ist ein Verwaltungssystem für Tabellen, wie man sie ganz klassisch kennt. Ich denke auch, vor allem aus der Anwendung in Excel, dass man also eine Tabelle hat mit Zeilen und Spalten. Wir können bei den Spalten dann definieren, was ist der Inhalt der Spalte, was ist es für ein Datentyp. Die zeige ich jetzt hier schon mal ganz kurz. Und in den Zeilen stehen dann die Werte, die man dann abfragen kann, die man manipulieren kann, mit denen man dann rechnen kann. Ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Man muss so ein bisschen aufpassen. Ich nutze jetzt hier SQLite. Das weicht so ein bisschen ab von dem klassischen SQL, wie man das vielleicht von MySQL oder Oracle oder meinetwegen auch mit der MariaDB als Open Source Datenbank kennt. An sich kann aber SQLite auch die meisten SQL-Datentypen verstehen. Unterschied, wie gesagt, möchte ich jetzt gar nicht groß erklären. Was haben wir? Wir haben die Integer, also eine ganze Zahl, typischerweise auch also häufig genutzt, wenn es jetzt nicht nur ein Inhalt ist, sondern dann auch als Identifier, also als ID in verschiedenen Anwendungen bei Tabellen, sehen wir dann später noch. Wir haben dann den Typ also Fließkommazahlen Dezimal und Float. Also Float ist eine Fließkommazahl, Dezimal ist eine Dezimalzahl mit einer Gesamtlänge und einer Anzahl an Dezimalstellen. Die sind jetzt nicht hervorgehoben hier im Syntax-Highlighting, weil SQLite die nicht kennt. Der Datentyp Numeric ist in SQLite der Alias für Dezimal, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir werden nachher aber in der Anwendung Dezimal nutzen, damit kann SQLite mittlerweile auch umgehen. Was haben wir noch? Wir haben noch den Var-Character, also einen Text mit Länge n, das gibt man in den Klammern an. Das sind dann 255 Zeichen maximal. Ansonsten haben wir noch ein Textfeld, in das wir Dinge eingeben können. Und dann für energietechnische Anwendungen sicherlich Date und Date-Time wichtig, also ein Zeitstempel, den man geben kann in diesem Format mit dem Datum und der Uhrzeit. Ich denke doch, das ist ein sehr wichtiger Datentyp, den man anwendet, wenn man einfach Daten da Messdaten rein hat. Und in der Energietechnik kann man die natürlich ganz häufig, wenn wir hier Viertelstunden Messwerte haben, werden die halt mit diesem Date-Time versehen. Details will ich jetzt hier gar nicht groß machen, das ist nochmal ein extra Thema für die Anwendung reicht, ist, wenn man das jetzt so kennt. Was habe ich jetzt gemacht hier? Ich habe jetzt hier eine Datenbank aufgebaut. Wir sehen hier auf der rechten Seite, wir haben noch keine Tabellen, nichts generiert. Damit fangen wir jetzt mal an, indem ich jetzt den ersten Block hier rein kopiere und wir uns die ersten Tabellen machen. Die können wir auch in dem Datenbankbrowser, den ich jetzt hier nutze, auch von Hand, also uns zusammen klicken. Das will ich jetzt aber gar nicht zeigen, sondern ich will es jetzt hier wirklich mit den SQL-Queries darstellen. Also wir erzeugen uns hier in diesem Teil eine neue Tabelle mit dem Namen Energiesysteme und geben dann in Klammern die Spalten an, die wir brauchen. In dem Fall haben wir jetzt hier drei Spalten. System Name ist ein Var-Character mit maximal 30 Zeichen. Wir haben den Systemtyp und wir geben dann noch die installierte Leistung in Gigawatt an. Das ist jetzt eine Dezimalzahl, also in SQLite wäre es korrekterweise eigentlich ein Numerical. Wichtiger Hinweis vielleicht noch, ich empfehle immer jetzt bei diesen energietechnischen, an sich bei naturwissenschaftlichen oder auch bei ingenieurswissenschaftlichen Anwendungen von Datenbanken, die Einheit immer mit in den Namen der Spalte zu schreiben, also in dem Fall jetzt installierte Leistung in Gigawatt. Aber damit man immer weiß, in welcher Einheit man jetzt die Daten, die dort stehen, gespeichert, das kann man zur Not ja umrechnen. Ansonsten muss man immer aus dem Kontext sich überlegen, welche Einheit habe ich wohl verwendet. Also wichtig vor allem natürlich auch der Präfix jetzt Gigawatt. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt Kilo, Mega, Giga oder Terawatt oder tief dann halt Kilowattstunde, Megawattstunde etc. die Daten abgelegt habe jetzt in der Energietechnik. Deswegen meine Empfehlung, immer das so
anzugeben. Was man noch sieht jetzt hier, die Keywords in SQL, die werden jetzt hier schon per Syntax-Highlighting hervorgehoben. Die sind auch normalerweise schreibt man die groß. Das ist so eine Konvention, an die man sich halten sollte. Also alle Keywords sollte man immer groß schreiben. Die Tabellennamen, auch die Spaltennamen, sollte man klein schreiben. Das System ist zwar nicht case-sensitive, aber trotzdem, das ist so eine Konvention. Ich weiche ein bisschen davon ab, weil man die Einheit natürlich dann richtig schreiben muss. Also klein gw wäre falsch. Also das ist so eine kleine Einschränkung, die man hat. Ansonsten also will ich jetzt hier noch gar nicht auf die Details eingehen, was jetzt die Spaltendefinition noch angeht. Ein, zwei wichtige Punkte noch. Also hier dieser Kommentar not null sagt einfach, dann dürfen keine leeren Werte stehen. Also ich muss zwingend, wenn ich jetzt einen neuen Eintrag habe, muss ich den Systemnamen, den Systemtyp und auch die installierte Leistung Gigawatt angeben. Das sind jeweils immer not nulls. Und ich habe hier oben noch das Schlüsselwort Primary Key. Das sagt der Datenbank, dass das der Indikator ist, also der Primärschlüssel, über den ich dann diese Einträge identifiziere. Heißt zum Beispiel, darf jetzt nicht zwei Systeme haben, zwei Energiesysteme, die den gleichen Namen haben. Also ich dürfte jetzt nicht zwei Einträge haben, mit die auch Photovoltaik heißen. Das wäre an dieser Stelle so falsch. Was habe ich hier oben noch gemacht? Drop Table if exists. Also das ist eigentlich nur so eine Ergänzung. Das heißt also, wenn diese Tabelle Energiesysteme noch existieren würde aus vorherigen Operationen, dann würde die hier löschen. Also Drop Table heißt, lösche die Tabelle, und aber nur, wenn sie existiert. Das ist der Befehl hier oben. Kleine Ergänzung noch, also am Ende eines SQL-Queries immer noch das Semikolon als Abschluss des Befehls. Naja, und dann haben wir hier unten den Teil, um Daten in die Datenbank zu schreiben, also insert into. Dann gebe ich den Tabellennamen an. Ich sage dann in Klammern, getrennt mit den Kommata, in welche Spalten möchte ich Werte eintragen. Und in dieser Reihenfolge der Spalten, das ist nämlich jetzt die gleiche, wie ich sie auch angelegt habe, packe ich dann die Values, und die Values einfach hintereinander geschrieben, jeweils wieder mit Klammern. Also PV ist der Systemname, Systemtyp ist erneuerbar und die installierte Leistung Gigawatt 59,98 Gigawatt. Und dann entsprechend die übrigen Systeme, also die Braunkohle als fossiler Systemtyp mit 19,96 Gigawatt. Diesen Befehl führen wir jetzt einmal aus, oder diese Befehle führen wir aus, das können wir hier oben einfach draufdrücken, und dann sehen wir hier auf der rechten Seite entstehen jetzt diese Tabellen. Er gibt uns hier nochmal den Typ an, das Schema, und wir sehen hier auch nochmal den Spaltennamen. Das heißt, da haben wir dann direkt die Informationen, die wir brauchen. Jetzt, nächster Schritt ist, jetzt wollen wir natürlich wissen, was haben wir alles an Daten gespeichert. Das geht einfach hier über den Reiter Daten durchsuchen. Hier sehen wir dann unsere Tabelle. Haben also jetzt unsere Einträge mit den drei Spalten, haben hier in den Zeilen unsere eingetragenen Daten, können jetzt hier auch schon Manipulationen machen. Ich möchte aber hier im SQL bleiben und diese Befehle jetzt erklären, um Daten zu selektieren, abzufragen. Das läuft dann über den Select-Befehl. Fangen wir direkt an. Also Select Sternchen from Energiesysteme. Was heißt das jetzt? Also Select heißt, hole mir Daten aus der Tabelle Energiesysteme. Also wichtig bei SQL Queries ist immer, die Reihenfolge der Schlüsselwörter ist nicht beliebig, die kann man nicht beliebig tauschen, sehen wir nachher noch. Also jetzt sage ich hier erstmal, Select Sternchen heißt, oder dieser Asterisk, sagt alles laden, alle Daten, die ich habe aus der Tabelle Energiesysteme. Und was wir hier auch sehen, ist, er hat halt hier dieses Completion, das heißt, wie man das schon kennt, wir können halt hier dann die Tabelle oder auch die Spaltennamen kennt er dann schon. Das führen wir aus und, ich ziehe das mal ein bisschen hoch, kriegen dann die Tabelle, die wir gerade auch schon gesehen haben. Also, das sind jetzt alle Einträge, die wir haben wollen. Jetzt holt uns hier alle Daten. Das ist vielleicht nichts, was wir wollen, sondern wir wollen das vielleicht beschränken auf einzelne Spalten. Na gut, dann geben wir halt statt des Sternchens an dieser Stelle an. Wir wollen jetzt nur den Systemnamen und die installierte Leistung. Uns interessiert der Systemtyp nicht. Das geben wir genauso an, und wenn wir das ausführen, sehen wir in den Ergebnissen Systemname, installierte Leistung, fertig. Also tatsächlich relativ einfach aufgebaut. Man gibt dann einfach die Spaltennamen an. Auch die funktionieren hier auf der rechten Seite mit dem Completion. Wenn ich jetzt das noch sortiert ausgegeben haben möchte, dann gebe ich hier hinter noch den Teil, den Befehl an Order by, installierte Leistung Gigawatt. Also ich möchte jetzt nach
also nicht nach einer beliebigen Reihenfolge, sondern ich möchte jetzt hier nach sortieren nach der installierten Leistung. Das heißt also auch hier wieder wichtig Reihenfolge, Select from Table Order By, also sortiere nach und dann installierte Leistung Gigawatt. Und dann gibt es hier Descending und Ascending. Also wir machen mal Descending, was passiert? Er sortiert uns nach der Größe von groß nach klein. Alternativ Ascending, ASC abgekürzt, dreht uns die ganze Sache einmal um, von klein nach groß, auch denke ich relativ einfach. Man kann jetzt natürlich diese Selektion, diese Auswahl der Spalten einschränken, dass ich Bedingungen angebe. Das geht über die sogenannte Where-Bedingung. Auch da machen wir mal ein Beispiel. Und zwar, also, ich möchte alles wieder aus der Tabelle Energiesysteme haben. Jetzt kommt hier dieses Schlüsselwort Where. Und dann gebe ich an, was soll die Bedingung sein. Also, ich mache nochmal die ganze Tabelle. Ich führe nochmal aus. Das ist jetzt die ganze Tabelle, die wir haben. Und jetzt möchte ich es einschränken. Ich möchte nur die Erneuerbaren selektieren. Das heißt, ich gebe an, auch da wieder wichtig, die Reihenfolge, Select from Table Where. Und dann kommen die Bedingungen oder die Bedingung in dem Fall. Und jetzt sagen wir hier, der Systemtyp soll gleich erneuerbar sein. Hier wichtig jetzt die Anführungszeichen, weil es ja ein Text ist oder ein Var-Character, also wie man das kennt, ein String. Und das ist eine Besonderheit, das ist nur ein Gleichheitszeichen, das sind nicht zwei Gleichheitszeichen, wie man das beim Programmieren in den Programmiersprachen kennt, da braucht man zwei Gleichheitszeichen, da muss man tatsächlich aufpassen. Ansonsten, also, ich denke vom Aufbau klar, ich möchte alles haben aus der Tabelle Energiesysteme, bei dem diese Bedingung gilt. Wir führen aus und erhalten dann nur unsere Energiesysteme, die den Typ erneuerbar haben. Die fossilen sind jetzt an der Stelle verschwunden. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir können das jetzt auch noch einmal umdrehen, also die Negation. Da können wir entweder sagen mit einem Ausrufezeichen hier. Das heißt, ich möchte alle Systeme haben, die nicht erneuerbar sind. Das ist das Fossile. Oder statt dieses Ausrufezeichen gleich geht auch dieses Größer-Kleiner-Zeichen oder Kleiner-Größer-Zeichen. Auch das ist die Negation. Das funktioniert auch. Und jetzt kann man natürlich mit diesen Bedingungen in dieser bei Where rumspielen. Ich kann jetzt sagen, ich möchte jetzt die installierte Leistung, die soll größer als 10 Gigawatt sein. Also alle Systeme, bitte zeigt mir alles, bei dem die installierte Leistung größer als 10 Gigawatt ist. Ja gut, dann kommen natürlich nur die Systeme, die mehr als 10 Gigawatt haben. Die Wasserkraft und die Bioenergie zum Beispiel sind an dieser Stelle verschwunden. Wenn wir jetzt sagen, ja, ich habe jetzt nicht den exakten Namen, sondern ich möchte Inhalte selektieren, die bestimmte Textabschnitte haben, dann läuft das über dieses Keyword like. Also, was möchte ich jetzt machen? Zeige mir alles aus der Tabelle Energiesysteme, bei dem der Systemname den Text Wind hat oder Wind. Das mache ich dann, indem ich hier vor und danach diese Prozentzeichen angebe. Das heißt, was davor danach steht, ist egal. Es muss das Wort Wind vorkommen im Systemnamen. Das wird jetzt, wir lassen es mal laufen. Und das mag er nicht. Jetzt mag es. Also, was ist passiert? Er selektiert jetzt alle Systeme aus unserer Tabelle, bei dem der Systemname Wind enthält. Das ist nur Wind Onshore, Wind Offshore. Also davor steht nichts. Danach kommt dann irgendwas und er gibt uns alles aus. Das heißt, mit diesem Befehl Like und diesem Prozentzeichen kann ich angeben, dass er mir entsprechend diese Systeme nur selektiert, die das Wort Wind haben. Das heißt, damit kann man dann auch entsprechend Dinge eingrenzen. Letztes Beispiel noch jetzt zu Where-Bedingungen mit nur einer Bedingung. Ich kann jetzt auch sagen, ich möchte was aus einer Liste heraus selektieren. Also zeigen mir alle Energiesysteme, bei denen der Systemname in dieser Liste hier ist. PV, Wind Onshore, Wind Offshore. Diese Bedingung muss gelten. Wir lassen das laufen. Wir bekommen genau diese drei Systemnamen, weil die Einträge in der Tabelle genau diesem Systemnamen entsprechen.
Jetzt können wir noch die Bedingung erweitern. Das ist ja immer nur eine Bedingung. Jetzt können wir natürlich und oder Verknüpfungen machen. Auch so wie man das ganz klassisch kennt. Also ich möchte jetzt alle Energiesysteme, bei denen die installierte Leistung größer als 5 Gigawatt ist und der Systemtyp erneuerbar. Das heißt, ich habe hier das Schlüsselwort AND. Das heißt, beide Bedingungen müssen gelten. Es ist dieses mathematische Und, wie man das auch aus dem Programmieren kennt. Da bekommen wir dann auch noch die Bioenergie dazu, weil die 9,41 Gigawatt installierte Leistung hat. Also ich denke, auch das relativ klar. Entsprechendes mit der Oder-Bedingung. Das ist ja das mathematische Oder. Das heißt also, eine der beiden Bedingungen muss gelten. Entweder wir haben mehr als 20 Gigawatt installierte Leistung oder der Systemname ist beinhaltet das Wort Kohle oder beides gleichzeitig kann auch gelten. Wir lassen das mal laufen und sehen, was bekommen wir. PV und Wind und Erdgas werden selektiert, weil sie mehr als 30 Gigawatt haben. Und dann werden die Braun- und Steinkohlesysteme selektiert. Die haben zwar weniger als 20 Gigawatt, aber haben den Namen Kohle, das Wort Kohle in dem Systemnamen. Also auch da die Verknüpfung, ich denke, relativ eindeutig und klar verständlich. Man kann jetzt auch rechnen. Das ist jetzt ja das, was man jetzt in Tabellen machen möchte, wenn ich jetzt die Rohdaten habe, dass ich mir Summen bilde, Mittelwerte etc. berechne. Auch das geht relativ einfach. Und zwar fangen wir an, ich möchte jetzt wissen, was ist die gesamtinstallierte Leistung aller Energiesysteme. Das heißt, ich gebe jetzt hier vorne bei der Selektion an, ich möchte jetzt die installierte Leistung in Gigawatt sehen, aber die Summe, das heißt also ein Rechenbefehl, berechne mir die Summe. Das spuckt er mir dann aus hier unten. Sind also 218,03 Gigawatt. Wir sehen jetzt hier der Name dieser Ergebnisspalte. Also wichtig ist, das Ergebnis ist immer eine Tabelle bei SQL Queries. Hier in dem Fall jetzt ein Ergebnis, Tabelle, eine Spalte, eine Zeile. Und der Spaltname ist jetzt halt genau dieses Sum. Das ist ein bisschen unglücklich oder das kann man noch verändern. Ich kann dann hier dieses Schlüsselwort S ergänzen, dann nennt er mir das hier oben um, dass ich hier einen neuen Spaltennamen habe. Wichtig da vielleicht noch, man sieht das ja hier, ich habe die Spaltennamen mit diesem Underscore, diesem Unterstrich versehen. Also es ist immer zu empfehlen, dass die Namen, also keine Sonderzeichen beinhalten, keine Umlaute jetzt im Deutschen. Vielleicht sollte man sogar konsequenterweise immer englische Begriffe verwenden, um da keine Probleme zu bekommen und natürlich keine Leerzeichen verwenden. Das ist jetzt hier nur so ein Alias, damit kann man, glaube ich, leben. Aber dass der Spaltenname, der ordinäre Spaltenname, immer Unterstriche hat als Leerzeichen. Man kann es zwar auch mit Anführungszeichen machen, aber klare Empfehlung ist, dass man dort die Namen der Spalten so wählt, dass wir hier immer Unterstriche haben. Und jetzt hier mit diesem Alias, also S, dann benennt das einfach um. Das ist, glaube ich, eine gute Lösung. Man kann es auch noch den Mittelwert berechnen. Auch das gucken wir uns mal eben an. Also AVG für Average. Ja gut, das ist jetzt die mittlere Leistung aller Systeme. Die liegt bei 24,2. Das sieht jetzt ein bisschen hässlich aus. Da können wir jetzt noch sagen, also runde mir diesen Wert. Er gibt uns direkt auch hier nochmal eine Information dazu an. Auf eine Nachkommastelle. Nein, dann haben wir 24,2. Also auch hier doppelte Anwendung von Funktionen, erst den Mittelwert berechnen, dann dieses Ergebnis runden auf eine Nachkommastelle. Kennt man auch von Excel zum Beispiel. Das ist, denke ich, ganz, ganz eingängig. Was können wir noch machen? Vielleicht interessiert uns jetzt ja die installierte Leistung der Energiesysteme, aber jetzt unterteilt in die Systemtypen. Also, wir wollen unterscheiden zwischen erneuerbar und fossil. Das läuft über die Ergänzung von Group By, also auch da wieder wichtige Reihenfolge, Select, Spalten, From, Tabelle und dann danach Group By. Und dann sage ich hier, wonach soll er gruppieren? Das heißt, er packt das zusammen und guckt sich an, welche unterschiedlichen Systemtyp-Einträge habe ich. Das sind bei uns zwei, nämlich die erneuerbaren und die fossilen. Danach soll er jetzt also dann unterteilen und dann jeweils die Summe berechnen. Wir geben hier vor nochmal den Systemtyp an, damit wir auch wissen, was passiert. Und jetzt sehen wir hier, also wir bekommen als Ergebnis eine Tabelle, zwei Spalten, zwei Zeilen. Wir haben immer den Systemtyp erneuerbar.
den bekommen wir dieses Group Buy. Das sind also dann 138 Gigawatt. Und wir haben dann als zweiten Typ noch Fossil. Das sind dann knapp 80 Gigawatt. Wenn ich das jetzt wegnehmen würde, wie ich es ursprünglich hatte, dann kriegen wir nur die Ergebnisse. Wir wissen aber nicht, was ist der Systemname. Also da muss man auch immer überlegen, was will ich. Also an dem Punkt macht es halt Sinn, den Systemnamen noch zu ergänzen, damit man weiß, was man da entsprechend hat. Nicht Systemname, Systemtyp natürlich. So, haben wir jetzt gerade gesehen, also da kommt dann halt, er nimmt dann den ersten Eintrag, das ist aber natürlich Quatsch, wir wollen natürlich hier den Systemtyp haben. Man kann dann da auch nochmal zählen, also auch da vielleicht nochmal ein entsprechendes Beispiel, also auch da mit Count kann ich zählen, das heißt also wie viele Systeme habe ich, ich selektiere den Systemtyp und als zweite Spalte die Anzahl aus der Spalte installierte Leistung. Das nenne ich jetzt Anzahl Systeme, diese Spalte aus der Tabelle Energiesysteme, Group by Systemtyp. Und dann sehe ich hier, ich habe 5 Erneuerbare definiert und 4 fossile Energietype. Gut, also das war der Einstieg in die Grundlagen von SQLite oder SQL und dem Einstieg in die Select-Befehle. Da muss man ein bisschen mit rumspielen. Man muss sich halt daran gewöhnen, dass die Reihenfolge dieser Keywords festgelegt ist, dass sie nicht beliebig ist. Das führt manchmal zu Verwirrungen und vor allem bei der Where-Bedingung muss man immer aufpassen, dass man bei jeder Angabe immer exakt angibt, was man möchte. Also ich zeige das nochmal hier an diesem Beispiel. Also da muss man wirklich darauf achten, dass diese Where-Bedingung immer vollständig ist, dass also sowohl die Spalte angegeben ist, als auch die Bedingungen, die die Angaben in der Spalte erfüllen sollen. Da kann man jetzt nicht sagen, also installierte Leistung and Systemtyp gleich irgendwas. Also es muss immer eine vollständig abgeschlossene Bedingung sein. Da muss man ein bisschen drauf achten, sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber dann geht das eigentlich ganz gut.